Elektrobornewasser, Licht, Kraft, Industrieanlagen. Ihr Energieeffizienzfachbetrieb für moderne Elektrotechnik. Wir sind heute in der Hauptgeschäftsstelle der Stadtsparkasse Remscheid. Ein besonderer Abend hier, denn die Stadtsparkasse Remscheid und die Vereine, Verbände und Organisationen, die in der Stadt begünstigt werden, an einem besonderen Abend. Und ich habe Michael Wellers aus einer der Vorstände bei mir, sowie Stefan Schürmann von einem der begünstigten Vereine. Michael, wenn ich mit dir anfangen darf, wie wichtig ist es, dass die Stadtsparkasse Remscheid Vereine, Institutionen in Remscheid unterstützt? Ja, für uns ist das selbstverständlich. Das ist unser Selbstverständnis, dass wir eben in Remscheid unterwegs sind bei den Menschen, bei den Institutionen und Projekten, die eben hier von den Remscheidern tatsächlich auch selber ja initiiert werden. Deswegen kann man dem Ehrenamt gar nicht genug Danke sagen. Das ist eigentlich auch das, was wir damit verbinden. Deswegen auch so einen Abend wie heute tatsächlich den Menschen da Danke zu sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass wir vieles davon erst möglich machen mit über 300 Projekten, die wir jährlich dann eben entsprechend unterstützen, Institutionen, Vereine und zwischen 500 und 600.000 Euro. Das ist, glaube ich, schon eine tolle Geschichte, dass es in Remscheid sowas gibt und wir damit eben vieles ermöglichen. Und das ist ja immer sehr, sehr wichtig. Und da gibt es ja zum Beispiel den David Award. Deswegen ist Stefan ja auch bei uns, eines von zwei Projekten, die aus Remscheid gewonnen haben. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, der David Award ist ein Award, eine Auszeichnung, die die Sparkassenorganisation bundesweit vergibt für Stiftungsprojekte mit relativ kleinem Budget. Also es wird unter 25.000 Euro überhaupt das Ganze nur budgetiert. Und dann wird das eben bundesweit in Berlin mit der Verleihung des Awards gefeiert. Und wir haben zwei Projekte aus der Stiftung da eingebracht. Wir wollten mal sehen, wie das sich so überhaupt so anlässt. Wir wussten ja gar nicht, was uns da erwartet, weil wir das tatsächlich das erste Mal gemacht haben und sind direkt mit beiden Projekten unter die Top 10 gekommen. Und das ist bundesweit bei über 70 Projekten, die da vorgestellt werden, glaube ich, eine tolle Sache. Und was ist das Besondere daran? Naja, es werden die Projekte ausgewählt, die eine Strahlkraft über die eigene Region hinaus haben und beispielgebend für andere Vereine, Institutionen oder Kommunen sein können. Und so haben wir natürlich dann eben mit unseren Projekten dann direkt, kann man sagen, den Vogel abgeschossen, dass wir da wirklich unter den Top 10 waren und eben mit einem Projekt gemeinsam mit Stefan Schürmann dann wirklich auch das Ganze da in Berlin vorstellen durften, von einem großen Auditorium gesagt haben, was haben wir aus der Stiftung gemacht und was hat aber auch der Verein da geleistet. Und das ist natürlich dann schon eine große Sache, denn ohne solche Unterstützung, Förderung könntet ihr Behindertenschwimmen in Remscheid gar nicht anbieten. Wir kennen dich natürlich aus dem Stadtparkbad, aus dem Bad mit den Schwimmern. Wie war das für dich, bei diesem David Award dabei zu sein? Ja, erstmal war es eine ganz tolle Geschichte, überhaupt dabei zu sein. Nochmal von dieser Stelle aus herzlichen Dank an die Stadtsparkasse Remscheid und deren Stiftung, die uns tatkräftig unterstützt. Denn ohne die finanzielle Unterstützung der Stadtsparkasse würde es die Behindertenschwimmwettkämpfe in Remscheid nicht geben. Das ist hauptsächlich der BSNW Kurzbahncup, bei dem Schwimmer mit und ohne Handicap gemeinsam im Wettkampf antreten. Und wie war das im Auditorium, dieses Projekt vorzustellen, was es jetzt seit Jahren bei uns hier in Remscheid schon gibt? Ja, das ist schon eine große Nummer gewesen. Also der Anklang war sehr groß, die Leute waren sehr interessiert. Und ich sage, das Projekt rechtfertigt es ja auch. Behindertenschwimmen bzw. integratives Schwimmen ist nicht an der Tagesordnung. Und das ist ja das Schöne, dass man so ein Projekt deutschlandweit vorstellen kann. Gibt es andere, die das vielleicht versuchen dann nachzuahmen? Oder gibt es andere Projekte, die du vielleicht in Berlin gesehen hast, wo du sagst, okay, die sollte man nach Remscheid holen? Ja, beides. Genau dafür dient eigentlich auch dieser Austausch in Berlin, dass die anderen Stiftungen oder Institutionen eben tatsächlich Projekte als Ideen, Anregungen mitnehmen können. Und das ist uns gelungen, weil wir tatsächlich auch hinterher schon viele Anfragen zu den beiden Projekten bekommen haben. Also das, finde ich, ist schon wirklich eine tolle Geschichte, wenn man das so salopp sagen darf, dass im Grunde dann auch wirklich andere darauf aufspringen und nicht nur gewürdigt wird, was wir hier gemacht haben, sondern tatsächlich auch Interesse und Anklang findet. Und genauso haben wir Ideen mitgenommen, wie wir auch unsere Projekte in der Stiftung dann eben noch weiter treiben können und weiter miteinander vernetzen und unterstützen können. Und Stefan, wenn wir heute Abend hier stehen, wie ist es für dich hier, sich auch mit anderen austauschen zu können, wo du siehst, die kriegen auch Unterstützung von der Stadtsparkasse und sozusagen das sind Ehrenamtler in Remscheid? Ja, das ist für mich ganz wichtig, weil die Ehrenamtler arbeiten normalerweise für sich allein in ihrem Verein und das ist hier eine übergreifende Geschichte und wenn man die anderen Institutionen, Vereine mal kennenlernt, ergibt sich vielleicht die eine oder andere Möglichkeit der Zusammenarbeit. Genau, und das ist ja, glaube ich, auch modern Deutsch Networking wahrscheinlich heute Abend. Wie wichtig ist es für euch, dass ihr so eine Veranstaltung heute hier stattfinden lasst?
Ich habe es ja eben schon mal gesagt, auf der einen Seite ist es natürlich das Dankeschön sagen, das ist sicherlich das, was an allererster Stelle steht, den Ehrenamtlern, die viel Zeit und Aufwand betreiben, um die Dinge nach vorne zu treiben. Aber wir sehen auch natürlich, dass in unserer Stadt vieles nur gemeinsam geht und so wie ich das gerade mit dem David gesagt habe, brauchen wir, glaube ich, an vielen Stellen unser Licht gar nicht unter den Scheffel stellen, sondern machen hier in Remscheid richtig tolle Geschichten und tolle Sachen, da dürfen wir stolz drauf sein und da gehört auch ein Networking zu, dass man einfach auch vom anderen weiß, was macht er und vielleicht sich irgendwo auch Anknüpfungspunkte ergeben, was man mal gemeinsam machen kann. Genauso funktioniert das. Dankeschön, Michael. Dankeschön, Stefan, für dieses Gespräch. Also ein besonderer Abend heute bei der Stadtsparkasse Remscheid.